Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, ich will ein paar Minuten was zum Thema Cyber sagen. Und Frau Buchholz, ich glaube, das wären 5 schlimme Minuten für Sie. Ich habe mich vorhin bei Ihrem Redebeitrag gefragt, was das eigentlich für ein Verständnis ist, wenn man etwas dagegen hat, dass wir Soldatinnen und Soldaten, die im Ausland sind, schützen. Dass man etwas dagegen hat, dass wir Kommunikation von Soldaten, die wir ins Ausland schicken, dass man diese Kommunikation schützt, dass wir dafür sorgen wollen, dass es sichere IT-Systeme gibt. Das ist mein Verständnis nicht. Und ich will das hier ausdrücklich sagen. Ich bin der Ministerin dankbar, dass wir im letzten Jahr das Thema Cyber wirklich auf die politische Agenda gesetzt haben, dass wir uns darum kümmern. Es ist richtig, dass wir neben dem Operationsraum des Landes, der See und der Luft uns jetzt auch um den Informationsraum kümmern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind da eigentlich viel zu spät, aber es ist richtig, dass wir mit dieser Diskussion jetzt wirklich anfangen. Und Frau Ministerin, ich will das auch sagen, wir diskutieren das seit einem Jahr, dieses Thema. Jetzt kommt der Haushalt, mit dem auch entschieden wird, wie ernst wir dieses Thema nehmen. Den Worten müssen jetzt Taten folgen. Der Haushalt 2017 ist dafür der erste Beleg. Ich bin übrigens dafür, dass wir prüfen, ob es einen eigenen Haushaltstitel zum Thema Cyber gibt. Aber dass wir hier angefangen haben, nochmal, das war die richtige Entscheidung. Wir alle wissen, wie verletzbar eine moderne Industriegesellschaft ist. Wir alle wissen und sagen, welche Bedrohungen aus dem Cyberraum kommen. Der Kollege Lamers hat das Thema gerade auch angesprochen und wir haben da eine hohe Verantwortung. Ich will 3 Punkte nennen, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind für die Debatte um den Cyberraum. Der erste Punkt ist, wir brauchen eine Bestandsanalyse, was unsere Waffensysteme angeht. Wir reden jetzt bei zukünftigen Waffensystemen immer auch von IT mit. Aber wir haben alte Waffensysteme, wo wir nicht wissen, wie sicher sind die eigentlich, was muss da alles noch investiert werden. Und deswegen ist es richtig, dass wir eine Bestandsaufnahme jetzt vornehmen, dass wir dann noch einen Investitionsplan entwickeln und gucken, wie können wir Kommunikation und Waffensysteme hier schützen. Der zweite Punkt, und der ist für mich mindestens genauso wichtig, ist die Frage der digitalen Köpfe. Da gibt es eine Werbekampagne vom Ministerium. Ich will die ausdrücklich loben. Das ist spannend, was da alles passiert. Habe auch gesehen, sind ja auch auf verschiedenen Messen unterwegs. Auf der Computerspielmesse stellt dann auf einmal die Bundeswehr aus und wirbt dafür, dass junge Leute auch zur Bundeswehr kommen. Es reicht aber, glaube ich, nicht, nur diese Werbekampagne zu machen. Wir müssen da auch substanziell was hinterlegen. Da geht es um die Frage, welche Karrieren kann man eigentlich bei der Bundeswehr machen? Wie sehen Anreizsysteme aus? Wir sind da in einem Wettbewerb mit großen IT-Unternehmen wie Google, Apple, Facebook. Alle die werben auch um junge Köpfe, die im digitalen Bereich unterwegs sind. Und wir müssen ein Anreizsystem schaffen, dass wir junge Menschen auch gerade hier in die Bundeswehr bekommen. Und das Zweite ist, wenn sie denn bei der Truppe sind, müssen wir uns fragen, wie können wir sie gut ausbilden? Wir haben Universitäten, die wirklich hervorragend sind. Frau Ministerin, Sie haben da ja auch schon angefangen, dass wir gucken, wie können wir unsere Bundeswehr-Universitäten so aufstellen, dass sie im Bereich Cyber auch wirklich Spezialisten herausbilden. Und dann geht es um eine dritte Frage bei den digitalen Köpfen. Wir haben viel Know-how in der Truppe, aber irgendwann gehen die Leute auch wieder weg. Die sind 4 Jahre da, die sind 8 Jahre da, die sind 12 Jahre da. Und dann gehen viele weg und haben nichts mehr mit der Bundeswehr zu tun. Und ich bin dafür, dass wir uns überlegen, wie wir ein System aufbauen können, auch zusammen mit dem Reservistenverband, wie wir genau auf diese Kräfte auch immer wieder zugreifen können, wenn es auch zu besonderen Situationen gibt. Da gibt es viele, die haben eine besondere Verbindung zur Bundeswehr und wir müssen gucken, wie wir den Kontakt erhalten. Und ein dritter Punkt, den ich ansprechen will, der betrifft weniger die Haushaltspolitik, sondern eher unser Verständnis als Parlamentarier. Da geht es um die Frage, was passiert hier eigentlich im parlamentarischen Raum, wenn ein solcher neuer Operationsraum jetzt geschaffen wird, wenn er installiert wird, wenn er aufgebaut wird und wie verhalten wir uns da eigentlich? Da stellen sich für uns als SPD-Fraktion Fragen, rechtliche Fragen, stellen sich auch ethische Fragen an vielen Stellen und ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, da müssen wir vernünftig mit umgehen. Für mich stellt sich beispielsweise die Frage, wie sehen denn künftig eigentlich Mandatstexte aus, wenn wir den Cyberraum auf einmal mitbeschreiben? Da stellt sich die Frage, wie können wir eigentlich Parlamentsbeteiligung auch wahrnehmen, wenn wir sehen, wir werden im Cyberraum angegriffen und da muss man auch schnell reagieren. Das sind also hochpolitische Fragen, die da im Raum stehen und Sie haben sicherlich gelesen über die Sommerpause, dass wir als SPD-Fraktion den Vorschlag des Vorsitzenden im Verteidigungsausschuss Wolfgang Hellmich aufgegriffen haben und sagen, wir wollen gerne im Verteidigungsausschuss einen Unterausschuss für Cyberfragen einrichten, weil es jetzt eben neue Debatten sind und wir sagen, es muss eine intensive Diskussion geben. Die kann man wahrscheinlich nicht im Verteidigungsausschuss breit führen. Deswegen wollen wir ein solches Expertengremium, weil wir eben auch wissen, wir haben eine besondere Verantwortung für Soldatinnen und Soldaten und das Ganze muss breit diskutiert werden. Ich will also an dieser Stelle nochmal im Kollegenkreis werben dafür, dass Sie alle nochmal überlegen, ob Sie diesen Vorschlag unterstützen können. Das ist eine große Diskussion, eine große Veränderung, die auf die Bundeswehr zukommt. Und wir tragen eine ganz besondere Verantwortung als Parlamentarier
für die Parlamentsarmee. Frau Ministerin, zum Ende, das, was Sie angefangen haben im Cyberbereich, dafür großer Dank. Jetzt müssen den Worten Taten folgen und wir werden bei den abschließenden Haushaltsberatungen sehen, ob wir im Cyberbereich noch etwas drauflegen können. Und Frau Buchholz, das ist keine Aufrüstung, sondern es ist erstmal ein Schutz unserer Kommunikation und das sind wir den Soldatinnen und Soldaten schuldig. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Lars Klingbeil. Wir machen hier jetzt einen fliegenden Wechsel, weil der neben mir gleich reden will. Und das geht schlecht von hier oben, deswegen, falls Sie sich wundern. Nächster Redner vorher ist aber Bartholomäus Kalb für die CSU-CDU-Fraktion.